Test the Max. Das hier ist eine C1 Jahrgang 61. Und schaut sie euch einfach einmal an. Es ist ja der erste amerikanische Sportwagen. Aber dieser Style, diese Formen, das ist der ganz große Auftritt. Das ist Hollywood auf Rädern. Und wie alles, was in Amerika toll aussieht, ist auch die Corvette Plastic Fantastic. Das ist das erste Großserienauto der Welt aus Fiberglas. Warum? Das ist leicht, das ist günstig und man kann es formen wie und wo man es will. Zum Beispiel kann man da dieses unglaublich starke Frontmotordesign machen. Oder hier diese beiden Doppelscheinwerfer. Die sehen so grimmig aus, als hätten sie ihre Beute fest im Blick. Überhaupt die ganze Karosserie ist verspielt mit allen drum und dran, Chrom an allen Ecken und Enden. Das Wichtigste sind hier natürlich die drei Kiemen, die aber gar keine Kiemen sind, sondern wieder Plastic Fantastic. Und hier, der ist jetzt aber echt dieser muskulöse Hüftschwung und ab dem 61er Modell die beiden doppelten Rücklichter, die ab dem 61er Modell jede Corvette bis heute hat. Also ich glaube, wäre Marilyn Monroe als Auto zur Welt gekommen, sie würde genauso aussehen wie die 61er Corvette. Beinahe wäre die Corvette ein Riesenflop geworden, bis irgendjemand auf die schlaue Idee kam, den ursprünglichen Sechszylinder mit mageren 150 PS gegen einen Smallblock V8 auszutauschen. Und von da ab lief der Verkauf und von da ab lief die Corvette natürlich genauso gut, wie sie aussieht. Und jetzt schaut euch mal das Armaturenbrett an. Das ist doch ganz großes Autokino. Also geiler geht's ja kaum. Einsteigen ist so eine Sache bei der Corvette. Die ist zwar über 4 Meter lang, aber wir kennen das von den Ami-Kisten ja ewig lang. Und dann am Ende doch kein Platz. Man muss sich hier ganz schön reinzwängen. Sitzposition gibt es entweder vorne oder ganz weit vorne. Mehr geht einfach nicht, weil hier hinten ist auch schon wieder Ende Gelände. Also so viel zum Thema passive Sicherheit. Ich glaube, die gab es in Amerika damals nur auf dem Fernsehsessel. Und jetzt hören wir uns einfach mal diesen Sound an, unplugged, denn das ist meiner Meinung nach bei allen Features das Beste vom ganzen Auto. Jahre Corvette und das hier ist dann sozusagen das Jubiläumsmodell. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Viel schöner kann man 8 Zylinder, glaube ich, kaum verpacken. Okay, es gibt ein paar, die kritisieren, dass er vorne ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Ferrari FF hat. Ist ja auch nicht unbedingt das Schlechteste. Andere kritisieren hier den Nissan-Style bei den Scheinwerfern. Finde ich gar nicht so schlimm. Vor allen Dingen, mir gefällt er zigmal besser als die alte C6, weil er nicht mehr so rund ist, sondern jetzt richtig scharf ist und Kanten hat. Und vor allen Dingen, er sieht so richtig jetzt nach einem Donnerkeil aus. Die C7 wurde ja praktischerweise auch gleich zusammen mit der Rennversion entwickelt. Daher stammt zum Beispiel auch hier vorne der Air-Extraktor, sozusagen hier der Luftauslass. Dadurch reduziert sich der Auftrieb im Vorderwagen. Das Wichtigste aber ist hier an der Seite das Stingray-Logo. Zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder auf einer Corvette. An der Seite hier große Kiemen, schlanke Flanken, dann der Hüftschwung hoch zum Heck und hier zum Glück statt Heckspoiler nur eine kleine Abrisskante. Und jetzt schaut euch mal dieses Heck an. Das ist einfach nur dreckig, das ist brachial, breit wie eine Schrankwand. Klar, was vermissen wir? Natürlich die 4 traditionellen runden Rückleuchten, aber A finde ich die auch gar nicht so schlecht. Außerdem werden wir mehr als entschädigt dafür durch diese Batterie von Endrohren hier unten. Also das ist so unverschämt frech, das traut sich keiner. Dieses Heck ist einfach nur sensationell. Also ich glaube, mit diesem Heck und dieser langen Schnauze ist die neue Corvette, was das Design angeht, fast schon ein kleines Meisterstück geworden. So können Autos für 69.000 Euro also auch aussehen. Was soll ich da noch sagen? Es ist einfach sensationell.
Ich bin ja zurzeit wirklich nicht gerade der große Amerika-Fan, aber dieser Sound, dieses Auto hier zu fahren, das ist America at its best. Das ist die große Freiheit und die Manneskraft in einem. Du spürst einfach diese Maschine und diese Kiste, die schöpfen die ganze Zeit nur aus dem Vollen. Aber das Gefühl, hier drin zu sitzen, ist sowas von genial. Du hast das Gefühl, du sitzt mitten in einer riesigen Jukebox. Die Lenkung hier ist mal nicht gerade das, was man heute direkt nennt. Es ist eher ein Ruder. Du bist hier wirklich am Rudern, wie so ein Schiffskapitän. Es ist extrem schwer, das Ding um enge Kurven zu wuchten. Da brauchst du richtig Kraft. Vielleicht haben sie es damals ja auch nur gemacht, damit die Corvette ja kein Frauen-Cabrio wird. Andererseits sind die auch Rennen mit der Kiste gefahren. Zum Beispiel in Le Mans, da könnte ich mir gut vorstellen, auf der Geraden haben sie wahrscheinlich alle anderen niedergemacht. In den Kurven, da mussten sie aber richtig zu lang. Wir haben hier einen Vierganggetriebe und wenn du ein bisschen gefühlvoll bist, dann kannst du sogar halbwegs ohne Kratzen die Gänge reinschalten. Zumindest beim Hochschalten geht es problemlos, beim Runterschalten, da musst du ein bisschen Gefühl walten lassen. Es war ja damals das inoffizielle Dienstauto der amerikanischen Astronauten. Vom Raumschiff ins Traumschiff. Die wollten auf der Erde wenigstens auch ein bisschen Schub erleben. Und das ging ja nur in der Corvette. Ungefähr 8 Sekunden braucht die hier auf 100. Das ist die kleine Maschine mit 230 PS. Und wenn du aufs Gas drückst, dann merkst du schon, presst es dich in den Sitz. Wie wahrscheinlich Alan Shepard den ersten Arm im All beim Start. So, hier haben wir mal eine Kurve. Mal interessant zu sehen, wenn man mal hier ein bisschen durch die Kurve durchpowert. Ich habe da erwartet, dass der eher um die Ecke schwimmt, als dass er fährt. Aber von wegen Hollywood-Schaukel, nix da. Der liegt stramm, der liegt gut, weil er einen tiefen Schwerpunkt hat, weil er nur 1300 Kilo wiegt. Der geht also direkt auf die Kurve zu, so wie Kennedy auf die Frauen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Erhöht den Fahrspaß gleich um noch einige Stufen. Also vom Sound her sind wir auf der Autobahn auf alle Fälle auch schon wieder der King. Ich weiß gar nicht, warum man heute Soundingenieur braucht. Die müssen sich da einfach nur an dem Motor von der C1 orientieren. Aber den können sie natürlich nicht auf Knopfdruck erzeugen. Also original, ungefiltert. Die C1, Autobahn kann man, muss man aber nicht. Sie hat es ja drauf. 100 Meilen kann man hiermit fahren, muss man aber auch nicht. Höchstgeschwindigkeit dürfte so bei 180, 190 Stundenkilometer liegen. Dieses Auto gilt es zu genießen. Es entschleunigt dich total und ohne arrogant zu sein. Wenn du mal ein paar Stunden hier gefahren bist, dann weißt du, wer der Boss ist, wer der Chef auf der Straße ist. Geht's auf die Landstraße und dieser Sound, diese Akustik, das kann nur ein 8-Zylinder. Also dagegen ist ja selbst Metallica noch sowas wie Kuschelrock. Was vermissen wir hier noch in der neuen Corvette? Das gute alte Plastik, das gibt's nicht mehr, auch nicht mehr gegen Aufpreis. Stattdessen jetzt Leder, Carbon und Aluminium. Aber keine Angst, die Corvette ist bestimmt nicht vornehm geworden. Du sitzt hier fast mit dem Hintern auf der Fahrbahn. Das Fahrwerk ist hart und straff. Du hast 5 Fahrprogramme, vom Schongang bis zum Schleudergang. Also kannst sogar Eco mit 4-Zylinder fahren. Das wollen wir aber nicht, weil das können wir jeden Tag woanders auch. Wir sind jetzt auf T-Track, das ist die äußerste Stufe. Oh, wie die einlenkt. Das ist ja, als würde die auf dem Platz sozusagen gleich querschießen. Der Vorderwagen rollt wenig. Das ist großartig. Das ist wirklich großes Autokino. Es geht hier nicht alles so geschmeidig und neutral wie zum Beispiel mit einem Porsche. Du musst hier schon ordentlich ins Lenkrad greifen, aber es kommt in jeder Kurve die frohe Botschaft drüber. Also man braucht keine Angst haben, dass die neue Corvette in irgendeiner Form domestiziert worden ist. Kannst du, wenn du willst, musst du nur das entsprechende Programm wählen. Ansonsten bleibt sie wild, sie wird sogar richtig nasty, wenn du das so haben willst. Du hast das Gefühl, als würdest du mitten im Maschinenraum sitzen.
Die Amis sagen, scheiß auf Downsizing, wir haben keinen Turbolader. Wir ersetzen den Turbolader einfach mit 6,2 Liter Hubraum und 8 Zylindern. Dazu eine Direkteinspritzung, ansonsten kein Schnickschnack. Früher war es ja immer so eine Geschichte, schnell auf der Autobahn mit der Corvette zu fahren. Und irgendwann wurde die Kiste nervös und damit auch der Fahrer, in dem Fall ich. Also vielleicht feuchte Hände, oberhalb von 260 waren schon eigentlich immer drin. Schauen wir mal, wie es mit der hier läuft. Also bisher ein ganzes Stück entspannter. Ganz ruhig ist es natürlich nicht. Du musst schon ordentlich zu lang hier. Und was mir noch auffällt, sie braucht Zeit, um auf die Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Die liegen bei 300, 300 plus. So genau gemessen hat es eigentlich noch keiner. 292, 293. Oh, und jetzt wieder ein bisschen Verkehr da vorne. Aber okay, das soll reichen. Es lässt sich auf alle Fälle wesentlich entspannter hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn hier mit den Dingen brettern als mit der alten. Und die Kiste ist einfach nur ein Geschoss, ein geiles Geschoss. Test the Max.